Der hintere Baum wird mit ein paar grünen Flecken angelegt. Mit Indigo male ich die tieferen Schatten des Hauses.
Die Treppe soll hell bleiben. Deshalb male ich die Zwischenräume zwischen den Stufen und lasse die Stufen selbst unbemalt. Wie der Busch links bekommt auch der Baum mehr Tiefe durch dunkle Töne. Ich setze die Flecken grob auf den trockenen Untergrund. Jetzt spritze ich ein bisschen sauberes Wasser auf den Baum, damit die Grenzen unregelmäßig und vielfältig verlaufen. Wenn die Farbe zu weit verrinnt, sauge ich sie mit Küchenrolle weg und gestalte dabei die Kontur des Baumes interessant. Jetzt spritze ich noch einmal Wasser auf das Bild. Sie sehen, wie die Kontur augenblicklich unregelmäßig zerrinnt. Der Baum muss noch dunkler werden. So leuchtet die Fassade des linken Hauses besonders stark. Jetzt befeuchte ich mit sauberem Wasser das Papier,
bevor ich die Farbe hineinsetze. Damit die Farbe gut zerrinnt, muss das Papier sehr nass sein.
Die Gräser auf dem Weg werden auch mit dem chinesischen Pinsel getupft. Dabei halte ich den Pinsel so, dass er mehr aufrechte als waagrechte Strukturen erzeugt. Manchmal ziehe ich auch ganz kurze Striche. Sind die Strukturen dunkel, fülle ich die Zwischenräume mit Gelbgrün. Jetzt male ich die Schatten der Häuser auf dem Weg, hauptsächlich mit Cylinblau.
Durch die scharfen Grenzen zwischen Licht und Schatten kommt der kräftige Sonnenschein zum Ausdruck. Wenn ich mit dem Borstenpinsel spritze, entstehen kleinere Punkte. Dadurch wirkt der Weg noch körniger. Durch die Spritzrichtung kann ich außerdem die Perspektive betonen.
Einzelne Bereiche müssen heller bleiben. So entsteht Räumlichkeit. Jetzt habe ich alles Notwendige am Bild gemacht. Als Abschluss kommt die Signatur unter das Bild.